Und damit begrüße ich euch nach längerer Zeit mal wieder zu einem neuen Unboxing hier auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns zwei Splatoon 2 Amiibos an. Und zwar niemand geringeres als Perla und Marina, unsere Lieblings-Z-Promis aus Splatoon 2, das empathische Moderatorinnen-Duo. Warum hier das Splatoon 1 Logo ist, weiß wohl nur Nintendo, aber gut. Das ignorieren wir mal gekonnt, ansonsten gucken wir uns die Packung an, da haben wir nochmal Großaufnahme von den beiden. Gut, so groß möchte ich die eigentlich nicht unbedingt sehen, aber gut. So, Pearl und Marina und Pearl und Coralie. Genau, auf der Rückseite ist auch schon angedeutet, oder schon beschrieben eigentlich sehr genau, was die Figuren freischalten spielt. Das werden wir uns am Ende des Videos auch noch anschauen, nämlich schalten die erstmal Outfits frei. Und auch einen, ja, als eine Art Fotomodus werden wir alles im Spiel dann noch sehen. Da habt ihr es schon mal auf der Karte gesehen. So, und ansonsten würde ich sagen, können wir uns die beiden eigentlich auch schon mal ausgepackt angucken. So, ich würde sagen, wir fangen bei Marina an. Eine Oktorianerin, die ja durch die Macht der Musik auf die gute Seite übergelaufen ist. Genau, hier haben wir keinen Boden auf dem Amiibo-Sockel, wie es ja bei den anderen Amiibos so ist, sondern wie es auch schon bei den anderen Splatoon-Amiibos war, dass halt da Tinte ist, so eine Art, ja, vielleicht auch angedeuteter Ständer. So können wir es irgendwie interpretieren. Mit ihren Tentakeln sieht sehr hochwertig aus, muss ich sagen. Also beide, Marina und Perla, sehen auch schon wie Aioli und Limone wirklich sehr gut aus. Und ja, kann ich eigentlich nicht meckern an der Verarbeitung. Ich kann auch keine Makel erkennen oder so. Da mit den Kopfhörern. Sieht gut aus, glänzt gut, die Tentakel, wie auch im Spiel, wie im Original. Ja, sieht so aus, wie es halt aussieht in Splatoon 2. Ja, in einem normalen Outfit. So, dann kommen wir zur Perla mit ihrer berühmten Krone, die wohl scheinbar irgendwie auch aus Fischfleisch gefertigt ist, was vielleicht ein bisschen verstörend ist, aber davon lassen wir uns gar nicht stören. Auch sie hat ja hier so pinke Tinte und trägt halt das Outfit, was man von ihr kennt, was ja auch in Splatoon 2 bei den News trägt. Ja, auch sie ist tadellos verarbeitet auf jeden Fall, da kann ich auch keinen Makel erkennen. Auch das Gesicht ist gut und das Outfit stimmt und ja. Gibt's nichts zu meckern, würde ich sagen. Gekostet haben beide Figuren 25 Euro bei Amazon. Ich habe sie mir vorbestellt. Und das empfehle ich auch jedem, der sich sie zulegen möchte. Weil Aioli und Limone waren ziemlich schnell weg und kosten mittlerweile bei Amazon 80 Euro. Beide. Was natürlich ein bisschen teuer ist für zwei Amiibo-Figuren. Also solltet ihr euch schnell drum bemühen, wenn ihr sie denn haben wollt. Genau, das war's vom Relive. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns an, was die beiden im Spiel bewirken. Bis gleich. So, willkommen auf dem Inkopolisplatz. Wenn wir uns hier mal umgucken, sehen wir hinter Schrimpsons Waschbude eine leere Amiibo-Schachtel. Und wir wissen alle schon aus dem Vorgänger, was man hier machen kann, nämlich Amiibo-Daten einlesen. Zuvor muss ich euch allerdings darauf hinweisen, dass ich das ganze Ding hier schon mal abgedreht habe. Und mir dann aufgefallen ist, dass OBS sich mal wieder spontan entschlossen hat, mein Mikrofon plötzlich nicht mehr zu erkennen. Denn OBS ist ein sehr zuverlässiges Programm, was immer haargenau das tut, was es soll und immer vollständig nachvollziehbar agiert. So, es tut mir sehr leid. Gut, ich würde sagen, wir fangen an mit Marina. So, aber natürlich nicht ohne Zauberformel, sonst funktioniert sowas ja bekanntlich nicht. Also, Hokus Pokus Fidibus, dreimal türkisene Marina und los geht's. So, werfen wir uns die und stellen sie auf den Sensor. Und da ist sie. Oh Gott, ihr Gesichtsausdruck. Hey, wie geht's? Genau. Sie hat uns etwas freigeschaltet. Das allerdings zeige ich euch gleich. Sie kann ja, das wissen wir, dieses gesamte Outfit, was sie anhat, in der Alltagskleidung freischalten. Was man hier sieht, im Fotomodus, der ja auch ausgelöst wird durch die Amiibos. Die Amiibos von Aioli und Limone in Splatoon 1 haben ja praktisch die Lobby bzw. den Inkopolisplatz in den Splatfest-Modus versetzt, dass man da die Musik hatte und die Lichter hatte und alles. Das können die zwei nicht. Die schalten, wie wir auf der Packung gelesen haben, eben Ausrüstung frei und diesen Fotomodus. Ja, können wir ein bisschen drehen. Es gibt verschiedene Filter. Ja, in bester Instagram-Manier. So, hier. Nehmen wir mal den, den normalen, ohne irgendwas. So, wir können. Es gibt zwei verschiedene Posen. Die und die. Machen wir mal die hier halt. So. Da können wir ein Foto machen und können das speichern. Beziehungsweise ist gespeichert und das können wir uns dann angucken im Album des Witch.
wenn wir uns das aus irgendwelchen Gründen angucken wollen würden. So, das war das. Dann können wir auch noch ein Foto mit diesem Amiibo machen, also in diesem Outfit. Mit ihr. So, machen wir die Pose. So. Genau. Das war im Prinzip das. Das ist möglich. Und dann hat sie uns doch ein Geschenk hinterlassen. Und das sehen wir uns jetzt noch an. So, tschüss fürs Erste. Und dieses Geschenk sieht folgendermaßen aus. So, anpassen. Und sie hat uns... Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Sie hat uns die Marina-Kopfhörer freigeschaltet, die sie eben auch trägt. Ich dachte eigentlich, dass man gleich sofort ihre gesamte Rüstung bekommt oder ihr gesamtes Outfit. Das ist ja offensichtlich nicht so. Und sie sagt, man soll später nochmal vorbeigucken, weil sie dann vielleicht noch mehr hat. Also nehme ich mal an, dass man pro Tag nur einen Teil freischalten kann. Das ist natürlich doof, muss ich sagen. Das finde ich blöd. Aber gut, wenn Nintendo meint, das so umsetzen zu müssen, dann machen sie es so. Genau, das bekommt man auf jeden Fall mit dem Effekt, dass man halt schneller wiederbelebt wird gleich drauf. Ob das immer so ist oder ob das Zufall ist, weiß ich nicht. Das war auf jeden Fall, das sieht ganz schick aus, ne? So, das war das. Damit sind wir eigentlich schon durch mit Marina an sich. Dann noch eine Sache, die beide Amiibos betrifft, und zwar unter Sonstiges. Im Reiter Amiibo können wir unsere momentane Ausrüstung sowie Spieler- und Kameraeinstellungen auf dem Amiibo speichern. Also das, was wir anhaben, da einfach drauflegen. Warum man das machen wollen würde, weiß ich nicht so wirklich. Da könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was das für einen Vorteil bringt, dass man halt irgendwie die Ausrüstung zu einem Freund mitnehmen kann und die dann da hat. Und dass der die dann auch hat, das weiß ich nicht, wie das sich dann verhält, ob die dann auch freigeschaltet auf der Freundeskonsole oder nicht. Weiß ich nicht. So, das kann man auf jeden Fall machen. Ich könnte jetzt hier das, was ich im Moment anhabe, einfach auf den Amiibo drauf speichern. So. Machen wir mal. Genau. Scanne das Amiibo, wenn Amiibo-Symbol angezeigt wird, um seinen Inhalt einzulesen. Okay. Gut. Das war das. Dann geht es auch sogleich weiter mit Perla. Bleibt uns nicht erspart. So, also geht es wieder zurück zur Amiibo-Schachtel. Genau. Und dann lesen wir Perla ein. Es hilft ja nichts. So. Aber auch das natürlich nicht ohne Zauberspruch. Hokus pokus, Fidibus. Dreimal pinke Perla. PP, pinke Perla. Egal. So, lesen wir sie ein. Und dann haben wir sie auch schon beschworen, den Dämon der sieben Weltmeere. Hey, was geht ab? Alles cool? Naja, bis du kamst, ja. Genau, und da würden wir auch unsere Ausrüstung sehen, wenn wir denn hier was draufgelegt hätten. Foto mit diesem Amiibo und Foto in Alltagskleidung. Also machen wir auch mit ihr ein Amiibo-Foto. So, oh Gott. So, los. Das haben wir gemacht. Zurück. Und in Alltagskleidung, also ihrem Special-Outfit. So. Genau, da hatte die Pose und alternativ auch die. Mehr Mikro, ganz cool. So. Gut. Ja, das war Perla. Und die hat uns auch ein Geschenk dagelassen. Aber auch sie war geizig und hat uns erstmal nur ein Teil gegeben von ihrem Alltagsoutfit. Nämlich, habt ihr sicher schon gesehen, ihre Krone, die Perla-Krone, um meine Majestät und Hoheit vor allem im Muschelchaos zu zeigen. Ah, herrlich. Genau. Ja, die ist plötzlich aus Metall in diesem Outfit. Normalerweise in ihrem anderen Outfit ist die ja aus Körperfasern. Ja, gut. Okay, so. Ja. Das war's im Prinzip schon. Und da will ich noch was ausprobieren, was ich gelesen habe. Ich weiß allerdings nicht, ob es stimmt. Wir gehen mal zu diesem Minispielchen hier, was man hier spielen kann. Dieses Rhythmusgedöns. So, das machen wir mal. Genau. So, hier. Wie steuert man das eigentlich? Start, Stopp mit Plus. Genau, und da kann man eben so ein Rhythmusspielchen spielen. Und da kommen halt gleich Tasten, die man drücken muss, oder? Oder? Eigentlich ja. Wo bleiben sie? Ah, nein, das ist hier anders. Ich habe es noch nie ausprobiert, deswegen... Man kann jetzt einfach so hier Geräusche machen mit den Tasten. Ich dachte, das wird wieder so ein Rhythmusspielchen. Ist es aber tatsächlich gar nicht hier so. Okay, gut.
Doch, kann man doch machen. So, dann muss ich halt hier die richtigen Tasten drücken. Ach, gleichzeitig. Ah, verstehe. Okay. Nee, gut. So. Wollte ich euch nur gezeigt haben, weil... Wie komme ich da zurück? Stopp. Back B. So, hier. Ich bin gerade ein bisschen überfordert mit diesem Spiel. So. Und angeblich soll man hier ein anderes... Ja, wie soll man sagen? Irgendwie freischalten hier mit was. Moment, kann ich das vielleicht schon auswählen? Ich muss mal kurz gucken. Ich habe es nur gelesen. Musik mit L. Und da kann man irgendwie einen besonderen Song wohl freischalten. Low Tide vielleicht, weil da ist jetzt ein anderes Symbol, Octo Canyon. Das weiß ich nicht. Da habe ich noch nicht alles freigeschaltet. Okay, ich weiß nicht, ob da was neu war. Angeblich sollten die da auch was bewirken können. Ja, dann sind wir aber im Prinzip schon damit durch, was Perla und Marina als Amiibus hier anrichten können, freischalten können. Und damit sind wir am Ende des Videos angelangt. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss! So ihr Lieben, das war's auch schon wieder von diesem Video. Erzählt doch mal, werdet ihr euch auch Amiibo-Abbilder von uns kaufen oder Schaufelger irgendwo hinstellen? Naja, jedenfalls, denkt daran, dieses Wochenende findet das nächste Splatfest statt, was ihr hoffentlich beim besten YouTuber der Welt verfolgen werdet. Dafür bekommen wir übrigens 20 Cornichon-Punkte. Ach, Perla, verrat doch nicht die Tarifdetails. Ich hab nix gesagt. Ihr seid cool und wir sind Tender uncool. Tschüss.